Und Hallöchen da draußen und willkommen zu meinem allerersten Video auf meinem neuen, frisch aufgemachten Kanal über die Weihnachtsfeiertage. Und zwar Illy Bliss LPs, und wie der Name schon so ein bisschen vermuten lässt, werde ich mich da vorrangig um Spiele von Blizzard versuchen, da größtenteils, ja, man kann schon sagen, größtenteils doch Spiele von Blizzard, eigentlich generell nur Spiele von Blizzard Entertainment. Ich habe mir so überlegt, was machst du denn eigentlich so kanalmäßig, würde ich gerne noch einen zweiten machen. Habe mir dann gedacht, was spielst du generell immer sehr, sehr häufig, und sehr, sehr häufig spiele ich eigentlich immer Spiele von Blizzard, und dachte mir, ja komm, dann machst du halt einen Zweitkanal auf fürs nächste Jahr, für 2015. Da stehen ja eh Spiele seitens von Blizzard an, die ich sehr, sehr interessant finde. Wer mich nicht kennt, der kann auf dem Kanal hier, auf Illy Bliss LP, mal nachschauen. Da ist ein Link zu meinem anderen Kanal, und zwar dreht sich da alles um World of Warcraft. Das heißt Feuerprobe, Schlachtfelder, Solo-Kills und Let's Plays und die Story in allgemein von Warcraft 3 und von World of Warcraft Warlords of Draenor. Das gesamte Paket, was es in World of Warcraft so gibt. Da gibt es eine ganze Menge. Ja, bedauerlicherweise habe ich nicht so viel Zeit, zwecks Arbeit und so weiter. Und da bleibt meistens nur das Wochenende fürs Aufnehmen, wenn ich da nicht auch schon verplant bin. Und ich habe eigentlich so viel geplante Sachen für World of Warcraft, dass die eigentlich alle gar nicht raufpassen auf meinen Kanal unter der Woche. Deswegen werde ich da etwas kürzer treten bei meinem ersten Kanal bei World of Warcraft. Wo es halt nur über World of Warcraft und Warcraft 3 hauptsächlich geht, und werde da ein paar Projekte, die ich da vielleicht gerne machen würde, aber nicht wirklich die Zeit finde, da hochzuladen, nehme ich mir einfach den Zweitkanal hier und lade da dann noch ein paar Sachen, wie Schlachtfelder zum Beispiel und Aschern. Also höchstens, das höchste der Gefühle wird wahrscheinlich PvP sein. Ja, über Weihnachten habe ich dann vom Blizzard, also ich weiß nicht, wann ich es bekommen habe, habe ich nicht direkt geguckt, aber ich glaube wirklich zum 24. habe ich dann mal reingeschaut gehabt auf dem Abend und hatte dann auf einmal, Heroes of the Storms Zugang, was ist denn da los? Hab's dann installiert und dachte mir, ja, na gut, ne, wenn du das schon hast, dann spielst du es auch mal rein. Und war sehr gespannt, weil ich ja mit dem ganzen MOBA-Thema überhaupt gar nichts anfangen kann. Da bin ich total nicht zu verkriegen. Ich habe mir allerdings, bevor ich Heroes of the Storms angefangen habe zu spielen, natürlich dann auch mal die anderen Konkurrenten angeschaut. Das heißt, da haben wir ja Heroes of Nilord, glaube ich. Dann haben wir Dota natürlich, Dota 2. Und wir haben natürlich League of Legends. Ist ja immer so die Sache, wie einsteigerfreundlich sind solche Spiele. Und da muss man natürlich, also ohne da jetzt Fanboy-mäßig jetzt hier zu agieren, hatte ich für mich das Gefühl, dass ich jetzt, da ich ein kompletter Neuling bin eigentlich, was dieses Genre angeht, bei Heroes of the Storm natürlich sofort drinne war. Das Tutorial war klasse, mit ein bisschen Story drinne, die jetzt natürlich nicht relevant ist für das Spiel, war, fand ich wirklich super gut. Die Erklärungen waren klasse, die Übungsspiele sind auch super. Und ja, jetzt hat mich das Spiel schon so richtig gecatcht. Hab jetzt schon ein paar Helden gespielt und hab jetzt auch schon so einen Lieblingshelden. Ja, mir macht das Spiel unglaublich viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das MOBA-Spielen, dieses MOBA-Genre so ein bisschen packt. Wie gesagt, ich habe ja auch die anderen mal reingeguckt bei League of Legends, bei Dota 2. Und da ist es halt einsteigerfreundlich halt schwierig. Wenn du da Neuling bist, dann brauchst du dich nicht, da musst du dich damit abfinden, dass du da mächtig eins auf die Fresse kriegst und natürlich auch dementsprechend Kommentare lesen musst. Da ist auf Englisch oder auch manchmal auch auf Deutsch. Aber größtenteils dann doch auf Englisch.
Ist natürlich hier bei Heroes of the Storms nicht anders, ganz klar, wenn du scheiße spielst, dann. Ich denke mal, die MOBA-Profis werden sich natürlich so ein bisschen an den Kopf fassen. Das ist so ein bisschen sehr abgespecktes MOBA-Spiel. Vor allem, weil ja auch was dieses MOBA-Spiel ja auch ausmacht, nicht nur die einzelnen unterschiedlichen Helden, sondern ja auch die Fähigkeiten und natürlich auch die Items, die man craften kann. Aber das ist ja, gibt's ja gar nichts in Heroes of the Storms. Vielleicht kommt das noch, aber im momentan in der Alpha ist es nicht drinne. So, jetzt habe ich eine ganze Menge gequatscht. Wenn ihr wollt, schaut doch mal auf meinem anderen Kanal vorbei. Ich nutze den Kanal hier für Diablo, für StarCraft, für World of Warcraft und natürlich für Overwatch, auf das ich mich auch tierisch freue, wenn sie das PvP einigermaßen so hinkriegen. Dass es wirklich vom Balancing her auch gut funktioniert, dass die Helden nicht zu stark sind. Und wirklich so, wie es auch gerade auf in Heroes of the Storms und auch in League of Legends und den anderen Vertretern von MOBA, dass wirklich exakt das Teamplay wichtig ist und nicht, dass Egoisten da irgendwie sich von der Gruppe absondern und dann irgendwie alleine spielen. Wirklich, das Teamplay ist ja das A und O von diesen MOBA-Spielen. So habe ich das zumindest bisher im Gefühl gehabt. Verbessert mich da, ich sag jetzt hier nochmal an dieser Stelle, ich bin kompletter Neueinsteiger, was dieses Genre angeht. Ich versuche mich da zum ersten Mal. Ich habe jetzt schon 2 Wochen gut reingespielt in Heroes of the Storms und versuche da einfach mal Glück. So, ihr seht, ich habe schon eine Menge Gold angesammelt, weil ich natürlich den Helden, den ich gerne spiele, freischalten will, und zwar ist das Anubarak. Den würde ich gerne haben, aber vorher gucken wir mal die tägliche Quest. Also 8 Spiele könnten wir eigentlich machen. Aber bevor wir das machen, mache ich immer noch mal kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück. Kurz einen Cut gemacht, weil ich mir noch was zu trinken besorgt habe. Und jetzt bin ich startklar. Ich habe es schon erwähnt, eine Menge Gold angesammelt, um mir neue Helden zu kaufen. Stufe 17 bin ich schon, habe also auch schon eine Menge gespielt und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Ich werde natürlich ein Versus-Spiel machen. Ich guck mal, welchen Helden ich nehme. Ich werde, glaube ich, mal mit Anubarak spielen, weil er mir bisher wirklich, 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 wirklich gut gefällt. Wir gucken, können wir in die Heldenrotation gucken. Da ist momentan noch nichts Neues weiter. Für ein paar Helden habe ich schon ausprobiert. Ich würde aber sagen, ich spiele mit Anubarak, weil ich mir den gerne auch kaufen würde. Nicht gegen Echtgeld, sondern vielmehr gegen Gold. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in ein Spiel. Okay. Da scheint wohl gerade irgendwie, weiß nicht, zu funktionieren. Dann muss ich nochmal kurz das Spiel neu starten und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Gucken wir mal. Oh, geht immer noch nicht. Doch, jetzt geht's. Okay. Rein in eine Partie mit Anubarak. Wenn man den Kommentaren schauen, ob es zu laut ist. Weil dann muss ich nämlich nochmal umstellen. Was ich auch ganz nett finde, wenn man so eine Übersicht bekommt. Ungefähr sind gerade 3,2 Millionen Spieler im Battle.net. Das ist eigentlich schon eine ganze Menge. Während wir hier auf eine Partie warten. Was gibt's noch so zu sagen? Abgesehen davon, dass vielleicht meine Kopfhörer ein bisschen zu laut sind. Eigentlich weiter gar nichts, aber ja, es gibt natürlich auch im Gegensatz zu League of Legends und so weiter, zumindest was ich mir so angeguckt habe, ihr könnt mich da ja jederzeit verbessern, ist hier euer gutes Recht, solange es über der Gürtellinie bleibt. Es gibt natürlich unterschiedliche Schlachtfelder im Gegensatz zu den anderen MOBA-Titeln, soweit ich das überblicken konnte. Und zwar sind wir hier auf der Schwarzherzbucht. Sammle Duplonen, um Schatz von Söldner und Skelette
bekommst du die Dublonen, gib Dublonen ab, gib deine Dublonen bei Captain Schwarzherz ab, sonst verlierst du sie alle, wenn dein Held stirbt. Bombardiere deine Gegner, wenn er genug Dublonen von deinem Team erhalten hat, bombardiert Schwarzherz die Forts deiner Gegner. Was natürlich einigermaßen gleich ist, ist, dass es drei Lanes gibt, wie auch in den anderen MOBA-Titeln, nur dass die halt ein bisschen andere Funktion hat. Es kommt hier mehr auf die Söldnerlage drauf an, dass man so ein bisschen pushen kann. Nicht so, dass man immer pusht. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Hoffe ich doch. Oder auch nicht. Ja, ist ja alles noch Alpha-Phase. Da werden sicherlich noch einige Helden hinzukommen. Es gibt ja so viele im Blizzard-Universum. So viele Helden, die man reinbauen könnte. Thrall wäre da jetzt noch so der bekannteste, der jetzt hier noch momentan fehlt. Oder wer fällt da noch? Szenarios wäre da noch von World of Warcraft. Oder von Diablo wäre ja auch noch einiges abzukupfern. Wie zum Beispiel den Belial. So, ich werde als erstes mich immer auf die Defensive konzentrieren. Also ich werde mir auf die Defensive gehen. So einen ausdauernden, den ausdauernden Panzer werde ich gehen und dann werde ich mal nach unten gehen, glaube ich. Ah gut, die wollen den Eroberungspunkt einnehmen, dann gehe ich nach oben. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt aber los! So, los geht's! Es wird wahrscheinlich, das ist meistens so mal die Beobachtungsposten, da geht's dann gleich zur Sache. Da wird es gleich in Teamkampf gehen. Ja, da müssen wir mal gucken. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ah, ja. Da habe ich mich schon mal übernommen. Als Nahkämpfer. Das ist auch noch so ein bisschen das Problem, dass man abschätzen muss, wie viel hält der Held eigentlich aus. Wie lange kannst du dich da hinstellen? Das ist natürlich als Fernkämpfer ein bisschen einfacher. Aber ich bleibe jetzt hier mal im Teamkampf. Ah, okay, das war ein bisschen sehr, sehr spät. Okay, da ist ganz kurz geleckt. Okay, da müssen wir jetzt aufpassen, das ist zu riskant. Oh, ist auch ein bisschen sehr, sehr spät. So, und dann gehen wir mal schnell nach unten, obwohl wir hier könnten den Tower eigentlich mal kurz pushen. So, unser Team will Hilfe, dann machen wir das mal. Gehen wir mal unten helfen. Okay, das war wieder ein bisschen zu spät. Habe ich den noch abgegeben? Ich glaube schon, dass ich den noch abgegeben habe. So, als zweites nehme ich immer gerne Überlegenheit. So komplett auf Verteidigung spielen. Dann gucken wir mal, dass wir den hier unterstützt.
Ah, die jagen uns ganz schön gerade. Ah, da kann ich jetzt nicht hin, ohne... Na komm schon. Ja, das war ein bisschen sehr, sehr knapp gerade. Also es ist wirklich relativ schwierig auch unter Tunneln ein bisschen abzuschätzen. Wenn man die Fähigkeiten, hier hat man halt Panzer verhärten, ein kleines Schild, was man so ein bisschen updaten kann. Und dann hat man den typischen Aufspießen-Effekt von Anubarak. Regenerationskugeln. Wird jetzt jemand mit Vala. Vala pusht nicht, dann gehe ich mal weiter helfen. Hier ein bisschen deffen. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Da kommen sie schon wieder. Ja, den haben wir. Komm, 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 komm. Ja, den haben wir, sehr schön. So, ich werde jetzt aber erstmal wieder zurückgehen. Das war knapp. So, hier nehme ich tatsächlich immer gerne den Flächenschaden, um ein bisschen die Creeps wegzuhalten. Den Lebenden. So, ich werde mal versuchen, hier das Söldnerlager einzunehmen. Jetzt müsste ich eigentlich schon so stark genug sein, damit ich mir die hier hinten schnappen kann, wenn die da sein sollten. Nein, die sind erst ein paar Sekunden da. Aber ich unterstütze sie mal schnell. Wie gesagt, Teamplay ist das A und O in diesem Art von MOBA-Spiel, wie bei den anderen natürlich auch, aber hier noch stärker. Ja, sollen die das mal da machen? Dann gehe ich nämlich mal dahin. Alleine sich irgendwie ist meistens keine gute Idee. Aber unter Tunneln ist immer ganz gut, um auch wegzukommen. So, dann holen wir uns mal den Schatz da unten. Und ping mal, dass wir da Hilfe brauchen. Ah, das war eine ganz, ganz beschissene Idee, die ich hier gerade hatte. Komm schon! Okay, das habe ich noch gerade so hingekriegt. Der braucht Hilfe. Das ist gebacken. Ah, hat er mir den gerade weggenommen, sonst hätte ich ihn nämlich auch erwischt mit Untertunneln. Aber das war gut. Sie haben alle gefallen. Halt hier mal kurz unsere Basisverteidigung, was ich immer gerne, dann müssen natürlich eine Netzexplosion, damit kann man die Helden sich immer ganz gut zurechtlegen, die Gegner. Feuer! Sonst pack ich deinen Schädel ins Kanonenrohr. So, wir könnten jetzt hier. Und die haben das hier schon eingenommen. Schon mal ganz gut. So soll es sein. Wer hilft mit, dieses Söldnerlager zu erobern? Und dann helfen wir mal nach Sebo. Haben wir das auch? Und dann gehen wir mal gleich wieder hin, um den Captain da zu verteidigen, die Stellung.
Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wir sind 2 Level vorne. So, jetzt kann man den hier eigentlich ganz gut einsperren. Ah, hat das Schwein gehabt. Ah, da will ich mal nicht zu aggressiv sein. Ah, komm schon. Das hat nicht ganz gereicht. Ah! Das war nicht gut, das war nicht gut, das war gar nicht gut. Schnell weg, 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 weg. Ich habe nämlich auch gar keine Energie mehr. So, dann werden wir uns mal noch ein neues die Schildpunkte, dass ich da ein bisschen mehr Energie habe. Und ich keine so schlechte Idee. Gucken wir mal rein, wie es aussieht. Naja. Für mich sieht es nicht so gut aus. Weil ich doch mehr auf die Dublonen geguckt habe. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt. Davy Johnson, das ist gehabt. Erwartet euch. Ah, wir könnten unten tatsächlich mal ein bisschen pushen gehen. Und die kommen in 20 Sekunden wieder. Wir gehen alle beide da nach oben. Ich warte jetzt hier mal noch 2-3 Sekunden und dann hole ich mir die hier. Ups. Da gehe ich lieber weg. Wisst ihr was? Schätze für alle, aber am meisten für mich. Na, der versucht's hier wieder. Das ist gut, jetzt kommen sie nämlich alle. So, jetzt stellen wir uns hier schön im Weg, damit er nicht entkommen kann. Und dann haben wir ihn auch, sehr schön gemacht. Da hat er sich dann jetzt nicht dazu entschlossen zurückzugehen, sondern ist hier geblieben. Das war sehr gut. Aber die Münzen nochmal abgestaubt. Obwohl jetzt das rote Team dann doch mal ein bisschen aufholt. Aber jetzt schnell die Münzen abgeben, solange 3 von ihnen tot sind. Das war wirklich sehr, sehr gutes Teamplay gerade. Und dann müssen wir es jetzt auch haben. Sehr gut. Und jetzt können wir hier gleich nochmal eine Runde pushen gehen. Ich werde mal das nehmen. Während sie das hier machen, werde ich mal hier unten schon mal das Tor angreifen. Ja.
Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Wir haben einen kleinen Vorteil. Wir haben einen richtigen Moment eigentlich. Eigentlich immer zusammen die Camps angegriffen, sodass sie auch nicht so oft die Möglichkeit hatten, die Münzen einzusammeln. Und ich glaube, das Ding haben wir sogar schon gewonnen. Das sieht zumindest sehr, sehr gut aus. Ich werde mich mal verdrücken. Allzu offensiv sollten wir dann doch nicht spielen. Aber das Ding haben wir so gut wie im Sack. Ich kümmere mich darum. So, den können wir jetzt wieder einsperren. Oder lieber abhauen. Das wird knapp. Jetzt aber nix hier weg. Ah, das habe ich noch geschafft. Das war echt eine ganz, ganz knappe Kiste gerade. Mal rein, das sieht schon, ja, Gebäudeschaden ein bisschen besser, aber beim Heldenschaden bin ich nicht gut dabei, aber beim Gebäudeschaden sieht das doch einigermaßen gut aus. 9 Kills, ja gut. Tod den Leben. Am untersten Ende der Nahrungskette, aber zumindest ist gut die Aufspießenfähigkeiten gesetzt. Oh, da brauchen sie Hilfe, gucken wir mal. Die Lager sind wieder da, da kommt erst in einer Minute wieder. Die feindliche Zitadelle. So, und jetzt können wir eigentlich schon das Finale einläuten. Ich werde da oben noch mal versuchen, die Camps einzunehmen. Jo. Und auch noch mal um Hilfe suchen. Wo die Sache eigentlich eh gleich gegessen ist. Ihr denkt, ihr könnt beide Ton öffnen, ihr Süßwassermatrosen? Jetzt muss ich mich dann doch ein bisschen beeilen und ich werde jetzt hier oben mal kurz bleiben und ein bisschen pushen. Aber kommen sie schon. Da werde ich mal lieber abhauen. Da müssen sie jetzt nämlich schon ran, dass sonst ist das andere Ding nämlich auch weg. Werde mal das nehmen und dann werde ich ihn hier mal kurz unterstützen. Und dann bringen wir die Sache hier zu Ende. Den haben wir sehr schön gemacht. Das ist immer ganz gut mit der Netzexplosion, dass man sich dann so hinstellen kann und dann schon mal na gut, ich glaube, das brauchen wir mehr oder weniger nicht mehr machen, obwohl der hat 12 Stück, dann hat die jetzt abgefehlt.
mit der Netzexplosion, dass man sich dann immer schön in den Weg stellen kann, und eine gewisse Kollisionserfahrung gibt es ja dann auch, wie es auch in den anderen MOBA-Spielen ist. Dieses Söldnerlager einnehmen. Und unsere Leute spielen hier komplett auf die Duplonen, so muss es sein. Um schön viel Druck auszuüben durch die Söldnercamps. Und dann können wir hier vielleicht noch im richtigen Moment alles einnehmen. Na, es reicht nicht genau, aber hier unten. Die Zeit ist gekommen. Dauert noch 35 Sekunden. Die sind da. So, ich glaube, das Ding haben wir jetzt gewonnen. Sehr gut gepusht. Wird man nach oben gehen. Aber ich glaube, das Ding haben wir gewonnen. Ja, und da ist die erste Folge von Heroes of the Storm schon mal im Kasten. Und das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, weil es gibt auf jeden Fall mal ein Level Up für Anub'Barak, den ich ja doch so gerne spiele. Heldenporträt freigeschaltet. Und Spielerstufe bleibt bei 17. Ja, das war die das erste Spiel von mir mit meinem Lieblingshelden Anub'Barak. Ich werde ganz sicherlich auch mal die anderen Helden ausprobieren. Alle habe ich noch nicht getestet. Ein paar habe ich schon so ein bisschen rausgefunden, wie man sie vielleicht spielen sollte. Anub'Barak spiele ich hauptsächlich immer mehr auf Death. So mehr schön viel aushalten, mehr als Tank zu spielen und dann zu unterstützen mit Aufspießen und auch mit Untertunneln. Netzexplosion hat jetzt zweimal gut funktioniert. Netzexplosion machen und sich dann in den Weg des Helden reinzustellen, dass von jeder Seite irgendwie ein bisschen was abgeschnitten ist und dann kommt er halt nicht mehr weg und dann ist es die Sache eigentlich erledigt. Genug Zeit dafür hat man ja. Ja, das ist also meine erste Folge auf meinem neuen Kanal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn ich noch relativ Anfänger bin, was dieses MOBA-Genre bin. Versuche ich mich doch dann stetig irgendwie zu verbessern und Kritik ist immer gerne gesehen, solange sie überhalb der Gürtellinie bleibt und auch konstruktiv ist. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns dann zu Folge 2 von Let's Play Heroes of the Storms. Bis dahin, ciao!